Ja, Dennis ist auch eine Kampfmaschine, hat sehr viel Power, das sieht man ihn auch an. Ja, und ja, man muss noch was erzählen. Also Dennis liebt gerne Katzen und hat auch Katzen. Ja, man glaubt es kaum, dass so harte Jungs solche ja, Hobbys haben, würde ich es mal sagen. Und Dennis liebt Katzen. Arthur Abraham hat einen Hund. Hast du auch ein Haustier? Ich habe auch einen Hund. Eine Hündin. Eine Hündin. Wie heißt die nochmal? Cleopatra. Cleopatra. Alles klar. Dennis Bolzow zu und sein Trainer Arthur Gregorian. Lass es krachen. Du bist die Flut. Du bist ein Schweiß. Du bist das Blut. Du bist das Yes. Und du bist mehr. Wirklich sagen, den Trainer muss man auch bewundern, der solche Schläge wirklich auf die Hände kriegt, weil die sind wirklich ziemlich hart. Aber der Trainer ist auch, wie gesagt, gut trainiert. Also. Ja, da ist ganz schön Karacho drin. Die Katze fliegt weg. Passiert öfter im Training, kann ich nur sagen. Ja, so ist die Schwergewicht und Fliegengewicht. Du bist die unterste Klasse, das ist die höchste Klasse. Genau. Schon ein Unterschied, ne? Das auf jeden Fall ist ein Unterschied. Dennis Bolzow ist in Russland geboren und hat schon dreimal als Juniore Weltmeistertitel geholt, ist also damals schon im Visier der Speer gewesen, ist dann zu Universum Box Promotion 2005 gekommen. Ja, und hoffentlich wird er 2011 die Chance bekommen, um die Weltmeisterschaft zu boxen. Egal gegen wen. Einen Applaus für Dennis Bolzow und seinen Trainer.